Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen heute zu Sport ohne Überwindung. Mach einfach so mit, wie es für dich okay ist. Du kannst jederzeit Pausen machen und dich ein bisschen auslockern und dann wieder ins Training mit einsteigen. Es soll dir wirklich gut tun und du sollst Spaß haben und auf jeden Fall gute Laune haben. Und das hast du, wenn du dich schon mal aufrichtest. Also Brustbein nach diagonal oben anheben, die Schulter nach hinten unten fallen lassen. Deine Körpermitte, die so wichtig ist auch für den Alltag oder für anderen Sport, gleich aktivieren, indem du ich sagst, den Bauchnabel sanft nach innen ziehst. Steh hüftbreit erstmal, relativ stabil und nimm dich wahr, denn die Wahrnehmung ist auch sehr wichtig für unseren Alltag. Wenn wir uns wahrnehmen, fühlen wir uns gleich wohler und das tun wir viel zu selten, uns wahrnehmen. Also spür mal, wie stehst du auf dem Boden, wie fühlen sich deine Füße an? Spürst du die Außenkanten, Großzehenballen, Fersen gut verwurzelt mit dem Boden? Sind deine Knie durchlässig? Ist dein Brustbein tatsächlich angehoben und die Körpermitte stabil? Und jetzt denkst du dir noch eine Krone auf deinem Kopf, die du in Richtung Himmel nach oben bewegst und die Schultern sanft nach hinten unten ziehen. Sehr gut. Lass ganz locker deine Schultern jetzt kreisen. Fang an, dich ganz wenig zu bewegen, sodass du vielleicht auch ein bisschen Lust bekommst, dich mehr zu bewegen. Deine Schultergelenke, den Schultergürtel durchbewegen. Die Brustwirbelsäule, die muss beweglich sein für einen gesunden Rücken. Und wenn du möchtest, dann nimm jetzt auch deine Knie ein bisschen mit, dein Becken in die Bewegung. Einfach so, wie es von ganz alleine schon kommt. Du kannst auch dein Becken ruhig halten. Nimm die Ellbogen mit, werde etwas größer. Versuch ruhig, den ganzen Körper in die Bewegung mit einzubeziehen. Ich finde, es motiviert immer, sich zu bewegen, wenn man weiß, wie man sich nachher fühlt, nämlich hoffentlich besser. Also versuchen wir uns auch nachher nochmal wahrzunehmen dann. Jetzt werde mit deinen Armen kleiner und mit deinen Beinen etwas größer. Lass die Arme jetzt hängen und roll die Füße ab von der Fußspitze auf die Ferse. Ganz bewusst, richtig nach vorne schieben. Immer wieder aufrichten, Fußgelenke bewegen, dein Atem fließt. Und dann gehst du am Platz. Also roll die Füße ab, zieh deine Knie ruhig noch ein bisschen weiter nach oben. Sehr schön. Rücken nochmal weiter und die Arme gehen mit, als wolltest du zum Walken gehen. Also richtig schön groß mitbewegen. Jetzt nimmst du einen Rhythmus dazu. Geh einfach weiter, ich zeige dir was. 1, 2, 3 und tap. 1, 2, 3 und tap. Versuch's einfach mal, einen kleinen Rhythmus dazu zu nehmen. 1, 2, 3 und tap. 1, 2, 3 und tap. Rhythmisierung ist wichtig. Jeder Schritt im Alltag ist rhythmisch oder sollte rhythmisch sein. Jede Bewegung sollte rhythmisch aussehen. Dann holst du jetzt dein Knie nach oben. Schau mal, hoch. 1, 2, 3, Knie hoch. 1, 2, 3, Knie hoch. Gut. Halte dann oben eine Seite, stopp, nur so hoch, dass die Krone immer noch Richtung Decke zeigt. Schultern zurück, Arme neben dich und jetzt hackst du mal mit den Unterarmen. Machst ganz kleine Bewegungen
Aktiviere deine tiefe Rumpfmuskulatur, Becken, Boden, tiefen Bauch- und Rückenmuskeln. Und Seite wechseln, anderes Bein anheben und nochmal hacken. Es darf wackeln. Wenn du wackelst, ist immer gut. Wackeln trainiert die Reaktion der Muskeln. Und komm wieder zurück. Und jetzt machst du einfach einen Schritt nach links und nach rechts. Tap, ran, tap. Genau. Einfach einen Schritt zur Seite. Die Arme und der Oberkörper, die pendeln locker und entspannt mit. Dann mach den Schritt weiter und nimm deine Arme jetzt einmal zur Seite und ran. Spreiz die Finger so richtig und zieh deine Ellbogen weit nach hinten. Den Rücken trainieren. Ganz kraftvoll. Noch 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Halte die Arme und lass locker. Lockere Arme, rechter Fuß, ich mache spiegelbildlich. Komm in die Ecke vorne auf der Matte und jetzt bleibst du auch gleich hier vorne. Lass dein Knie gebeugt, drück etwas tiefer und dein anderes Bein. Tipp dran und nach hinten. Nochmal ran, nach hinten. Gibt ein knackiges Bein, knackigen Po. Noch 2 und dann löst du, lockerst kurz aus, kommst gleich zur anderen Seite, Knie tief anbeugen und dein Bein geht ran und weg. Noch 5, 4, tiefer. 3, 2, 1 und gehen in der Grätsche. Locker lassen. Einfach weitergehen und jetzt kommen die Hände vor dein Brustbein. Du gehst hier locker weiter und immer wenn du rechts gehst, boxt dein linker Arm und umgekehrt. Tack, tack. Mal kraftvoll aus der Mitte nach vorne boxen. Mach mal weiter. Versuch wirklich kraftvoll, muskulär zu boxen und immer diagonal, also rechter Fuß geht, linker Hand boxt und umgekehrt. Kräftigung Körpermitte, Schultern. Letzten 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und Arme locker. Nach hinten unten ziehen, Handflächen zu mir nach vorne, komm auf ein Bein. Richte dich auf und jetzt bewegst du dein Bein oder deinen Fuß in Richtung Hand und wieder ab. Das Knie zeigt nach außen. Nochmal hoch, Taille, hoch und tief. Und wieder zurückkommen zur Mitte, kurz auslockern, noch eine Seite auf dein linkes Bein.
Handflächen nach vorne, Spannung im Bauch und los geht's. Wichtig ist auch, dass der Oberkörper sich auch so ein bisschen seitlich bewegt. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Komm zur Mitte und lass einen Moment locker. Handballen vorne zusammendrücken, Schultern tief. Und jetzt gibst du richtig Druck mit den Handballen aneinander. Was merkst du? Brustmuskeln, genau. Jetzt lässt du deine Fingerspitzen zu mir zeigen. Ich zeige sie nur ein bisschen seitlich. Gib Druck und schieb deine Arme nach vorne und zieh sie ganz kraftvoll wieder zurück. Nacken entspannt, Schultern locker, kraftvoll nach vorne und wieder zurück. Die Brustmuskeln. Und immer Druck, 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 Druck. Immer noch Druck. Noch 3. Noch 2. Noch 1. Und ganz langsam wieder zurückkommen und mal kurz einen Moment lösen. Fingerspitzen nach außen. Und jetzt setz dich tief. Kannst dich gerne abstützen und versuch möglichst aufrecht zu sein. Jetzt kannst du mal schauen, wenn die Knie nach innen kippen, dann lieber deine Füße etwas mehr schließen und hier tief gehen. Wenn das aber gut funktioniert mit deinen Hüftgelenken, dann schieb deine Knie nach außen, setz dich tief, kräftige die Beine natürlich, komm hoch und zieh deine Oberschenkelinnenseiten zueinander, nochmal tief. Und nochmal ganz kraftvoll nach oben zueinander ziehen. Beinkraft. Nochmal tief und fest. Aufrecht bleiben. Immer noch. Letzten. 4, 3, 2. Noch einmal fest zueinander. Und auslockern, Beine lockern. Und noch einmal hier bleiben und den Oberkörper nach vorne neigen. Mach deinen Rücken ruhig, einen Moment ganz rund, den Kopf nach innen und nochmal gerade. Nochmal ganz rund, Kopf rein. Und dann halte jetzt den Rücken gerade, diagonal vorne, Schultern zurückziehen und die Arme nimmst du jetzt zur Seite, Daumen Richtung Decke. Zieh deine Schulterblätter hinten zusammen. Jetzt nimm die kleinen Finger nach vorne aneinander und öffne nochmal, spür die Muskeln zwischen deinen Schulterblättern. Nach vorne und öffnen. Ganz entspannt Nacken, oberer Rücken, der so wichtig ist für eine aufrechte Haltung. Bauchnabel nach innen ziehen. Letzten. Noch 5, 4, 3, 2, noch 1.
Dann bleibst du hier, hältst nochmal die Schulterblätter nach hinten gezogen, halten, halten, halten. Und aufrichten, Arme lösen, Schultern locker lassen. Schultern tief ziehen, eine Runde auf dein rechtes Bein nochmal. Und jetzt versuch, die linke Hand noch einmal Richtung Fußspitze wandern zu lassen. Und vielleicht kannst du in der Luft bleiben mit dem Bein. Entweder tippst du immer wieder oder du versuchst sogar, deine Balance hier zu finden. Alles ist richtig. Immer wieder tippen ist auch völlig okay. Noch zwei Stück. Und wechseln. Fordert, oder? Hast du die Balance gehalten? Wenn nicht, ist es auch okay. Vielleicht möchtest du es probieren und los geht's. Noch zweimal. Wow. Zwei Stück noch. Und lösen und locker gehen. Auch den Po gespürt, die Außenseite, Oberschenkel. Richtig entspannt. Schultern kreisen, während du weitergehst. Hast du hoffentlich schon ein aufrechteres Gefühl? Super. Jetzt wirst du etwas schneller, so als Endspurt. Versuchst du zu trippeln, so schnell wie möglich. Krone auf den Kopf, Bauch gespannt und kleine, schnelle Trippelbewegung. Komm, 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 komm. Acht noch. Sieben, sechs, fünf. 4, 3, 2, 1, gehen, einatmen, Langstrecken, super, ausatmen, locker, einatmen, Länge, ausatmen, locker, nochmal ein und jetzt streck dich ganz lang, zieh dich lang und beweg wirklich den Körper mit, beug deine Beine mit, strecken, recken. Das ist auch schon Sport. Also wenn du dich zwischendurch immer mal wieder streckst und reckst, dann machst du schon ganz viel für dich. Dann lässt du den Bandscheiben Luft, durchblutest deine Muskulatur, bewegst deine Faszien, deine Gelenke. Oder was du auch machen kannst, ist schüttel und rüttel dich mal in alle Richtungen, wirklich locker lassen. Und was immer gut tut, ist, sich zwischendurch aufzudehnen. Deshalb nimm ein Bein mal ganz weit nach hinten, streck dein Knie, das kannst du auch gut im Sitzen machen, mit einer Gesäßhälfte auf dem Stuhl. Das andere Bein weit nach hinten strecken. Kannst du dir vorstellen, dass du sitzt? Gut. Po anspannen und hier vorne den Hüftbeuger spüren. Und wenn du willst, sogar noch den Arm derselben Seite nach oben aufdehnen. Da vorne verkürzen wir schnell, wenn wir viel sitzende Tätigkeiten haben. Also immer mal wieder aufmachen und auch immer mal wieder dich rund machen, also ruhig in so einer Kutschehaltung vorne, mit den Unterarmen auf die Oberschenkel. Wieder aufrichten. Und auch die andere Seite natürlich, weit nach hinten, Po anspannen, richtig schön tief gehen, bis du tatsächlich auch eine Dehnung spürst, Knie strecken, Arm nach oben, die ganze Vorderseite aufdehnen. Handgelenk,
Auch umbiegen, genau. Hast du auch den Unterarm dabei? Dann löst du wieder auf und jetzt bleib aber, komm in die Aufrichtung, lass die Schultern locker, zieh die rechte Schulter tief, lass den Kopf einfach nach links wandern, kann man auch im Sitzen machen, den Nacken dehnen, locker. Mit jedem Ausatmen fällt der Kopf schwerer auf die Schulter. Und zur anderen Seite. Ohr Richtung Schulter, hier tief ziehen, rechts locker lassen. Wieder zur Mitte kommen, locker Rücken nach vorne hängen lassen. Schwer. Dann ausatmend aufrichten. Hände hinten fassen, Brustbein öffnen, weit nach oben die Brustmuskeln. Und Schultern dehnen. Nochmal auflösen, rechts und links schwingen. Ich hoffe, dich hat es wenig Überwindung gekostet, mitzumachen. Mich interessiert es natürlich. Unten gerne reinschreiben, wie es dir jetzt so geht. Wie du dich fühlst, fühle dich hinein, nimm dich wahr, pendel mit den Armen aus und genieße das angenehme Gefühl, wenn man sich bewegt hat, oder? Fühlt man sich gleich wohler. Sehr fleißig. Vielen Dank fürs Mitmachen. Wenn es dir gefallen hat, natürlich gern Gefällt mir drücken oder den Kommentar auch hinterlassen. Vielen Dank, wenn du Lust hast, meine Arbeit zu unterstützen. Du findest den Link unter dem Video, da heißt es Deine Unterstützung. Klick da drauf, dann kannst du auswählen, mit wie viel du mich unterstützen möchtest. Vielleicht im Monat 2,50 Euro oder 5 oder 10, was du möchtest. Lade auch noch jemanden ein, sich mitzubewegen. Freue ich mich auch. Und natürlich freue ich mich, wenn du ganz einfach so beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dann!